So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Part. Oder starten heute in den nächsten Part. Heute an diesem Dienstag den Rallycross, würde ich sagen. Das sieht so aus. Rallycross sind elektrisierende Rundkursrennen in großen Motorsportarenen. Du musst Autos der Klasse Super 1600 bis hin zu den mächtigen Supercars beherrschen. Einmal pro Rennen ist eine Joker-Runde nötig, die du mit richtigen Zeitpunkt fahren musst. Schäden sind keine Seltenheit. Du kannst sie zwar nach jedem Rennen reparieren, solltest aber darauf achten, dass dein Auto über das gesamte Event heil bleibt. So ist das. So, wir fangen an heute mit dem RX Super 1600S Pokal. Das ist der erste. Es sind einige Rennen auf jeden Fall, die uns heute an, in diesem Event anstehen. Wir fangen an mit Rennen A National. Und morgen geht es dann in C3 Offroad, C2 International, C1 International. Also, es ist eigentlich ein bisschen was zu tun. Eventuell kriegen wir das heute quasi alles in einen Part. Das sind drei Rennen. Ja, das sind sechs Rennen sogar insgesamt. Wenn das so ein bisschen läuft, wie das jetzt mit dem Land Rush so war, dann. Können wir das theoretisch alles in einen Part packen, eine Folge packen oder eine Woche, jedoch in eine Folge packen, ansonsten müssen wir gleich einen Split irgendwo einsetzen. Aber okay. Sieht aber gut aus. Doch, das kriegen wir hin. Das sind zwei Rennen, das ist machbar. Das denke ich mal, kriegen wir sogar komplett alles auf einen kompletten Part hier alles. So. Genau, wir starten in Portugal. Und starten Rennen. Was haben wir denn für ein Auto als Auswahl? Das würde ich jetzt gerne auch mal wissen. Klappenstrecke Montalegre, Portugal. Das ist zumindest der erste Teil. Auf jeden Fall eine Joker-Runde müssen wir einsetzen. Das ist also die ganz außen. Okay. Die Strecke ist 580 Meter lang und besteht aus Asphalt. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, ob das der gleiche Modus wie beim Land Rush ist. Aber wir werden es jetzt gleich erfahren. So, die ersten drei aus dem Semifinale sind fürs Finale qualifiziert. Diesmal nicht vier, sondern nur drei. Also, bis wir die ersten drei auf jeden Fall kommen, das ist erstmal wichtiger. So, Fahrzeugbergung. Schließt das Windel in der Fahrzeugbergung ab. Okay, ich küsse Kollision. Schließt das Windel mit weniger als zwei größeren Kollisionen ab. Ruhig schnell zur Runde, reicht einmal die schnellste Runde in einem Event und schließt das Windel auf mindestens Platz 5 ab. Okay. Was haben wir dann für ein Auto zur Auswahl? Ein Renault Clio RSS 1600. Okay, also Kleinwagen. Gut, wir haben kein eigenes Auto, glaube ich. Ich kann es auch. Also schieben wir mal kurz das Fahrzeug. Das haben wir nicht, okay. Und dann gehen wir rein. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Gut, viel Glück heute. Danke. Gib dein Bestes. Rot, mach dich bereit. Los, los, los. So, let's go. Erste Runde läuft. Vier Runden nochmal Zeit. Wir müssen auf jeden Fall eine Joker-Runde sitzen. Das ist klar. Die machen wir mit dem Idealfall schon in der ersten der ersten Runde. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Also zum Beispiel unsere Joker-Runde schon besitzt, die anderen wissen es ja noch. Und bitte kriegen wir noch mehr auf irgendeine Straf fertig. Scheiße. So, das was jetzt hinter uns gefahren ist. Ich muss halt nochmal eine Joker-Runde sitzen. So, jetzt runden wir, Leute.
führen momentan relativ deutlich. Ich sage jetzt, wie weit die Strafe ausfallen. Ich noch keine Meldung bekommen habe. Es war leider wohl ein klares Abkürzen. Hätte ich nicht drauf geachtet. Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für das Abkommen vom Kurs erteilt. Naja, klar. Reicht es aber, um zumindest weiterzukommen. Aber klar, okay. Wir bleiben Erster, das ist wichtig. So, die übrigens sechs Fahrer machen sich den Gewinn des Events untereinander aus. Das ist die nächste Aufgabe. Okay. Eine schnellste Runde haben wir gefahren. Weniger als zwei größere Kollisionen. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht wirklich Kollisionen haben. Beziehungsweise Siebter? Wofür? Moment, was? Achso, ja. Fahrzeugbergung, okay. Keine Fahrzeugbergung, das ist immer gut. Das heißt, wir fahren jetzt gegen sechs andere Fahrer. Das wollte ich reparieren, dann heißt, wir können rein in die nächste Runde. Bereit. Let's go. Grün. Los, los, los. Aber der Corsa hier vorne, der zieht man auch nicht weg. Jetzt sitzt aber auch seine Joker-Runde schon in der ersten Runde ein, okay. Das war kein Abkürzen oder eine größere Strafe jetzt. So, das haben wir es geschafft. Das war jetzt momentan letzter, aber wie gesagt, der außer der Corsa, den müssen wir noch holen. Das war aber keine Absicht, ich habe mich ein bisschen verbrannt. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Ja, das ist jetzt die nächste Strafe. Fuck you, Alter. Anbremsen in die nächste Ecke hier und dann holen wir uns. Ja, ich wusste aber, da war da noch ein anderes Auto, war. Okay, da sind noch zwei Leute mit der Joker-Runde. Ja, und wir bleiben sie noch dabei. Bleiben also ohne Joker-Runde. Bisher. Und dafür dürfte trotz seiner Zeitstrafe so groß genug sein. Und der eine hat sie gemacht, der andere hat sie nicht gemacht, aber der hat ja schon. Ruhig. Und wir haben sogar die Hälfte des Feldes mal überrundet. Die Rennkommissare haben entschieden, sich nicht wegen Abkommens vom Kurs zu bestrafen. Ja, ich musste, wie gesagt, ich musste da ausweichen, weil da irgendwie noch plötzlich doch noch einer war. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Ding gewonnen. Das war das Wichtigste. Das war Runde 1. Aber ich mag diese Modus und Modi. Wir haben alles grün. So, nächste Teil ist in Schweden. Diesmal ist die Strecke 600 Meter lang. Ja, besteht in einer Mischung aus Asphalt, Schotter und Staub. Definitiv. Ja, gucken wir mal.
Haben wir es diesmal hinbekommen. Aber diesmal ein gutes Ergebnis rausholen. Schweden kennen wir ja eigentlich noch aus den Rallye-Dings. Da war ja Schnee diesmal, aber diesmal ist es halt vernünftiger. Also, wie gesagt, den Modus kennt ihr, wie gesagt. Wahrscheinlich wird sich jetzt auch nichts daran ändern. Aber ich glaube, es wird nochmal kurz erklärt. Ja, genau die gleiche Variante. Eben auch die ersten drei aus jedem Semifinale sind fürs Finale qualifiziert. So, was haben wir dann als nächstes? Ja, größere Kollision, schließt das Event mit weniger zwei größeren Kollisionen ab. Okay, schließt der Eindruck, schießt das Event mit erst Event, schießt das Event als erster deine Fahrzeugklasse ab, schießt das Event mit mindestens 5 ab und keine 4 Sekunden weniger Zeitstrafe. Okay. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Was war das denn? Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Unser Teamkollege steht vor uns rechts. Das sind zwei sogar. Die Ampel ist rot. Ja, haben wir alle drei Autos im Finale, aber gucken wir mal. Grün. Los, los, los. Ich glaube, mal kurz aus dem Weg. Die Autos vor dir verhindern ein höheres Tempo. Die Joker-Runde könnte für eine freie Strecke sorgen. So, damit haben wir sie schon mal. Klar, die zwei wollten da die Wall aufbauen, damit ich da nicht durchkomme. Aber momentan führen wir. Ich kann jetzt ein bisschen wegkommen. So, letzte Runde, liebe Leute. Keine Joker-Runde mehr fahren, aber was wir schon gemacht haben. Und das haben wir gewonnen. Yes! Ja, sehr gut. Das ist ein Sieg. Konzentration bleiben, passt perfekt. Das war der nächste Teil. So, jetzt haben wir das Finale im Rennen 2 noch. Wir sind noch momentan komplett auf On-Tour, also auf Kurs. Dann starten wir jetzt im Finale. 6 Runden stehen gleich an. Bereit. Auf geht's. Ja, dann wird's schon mal die Joker-Runde. Dann mit der Ruhe, reiß dich jetzt zusammen. Einen haben wir schon mal geholt. Aber der muss auch noch seine Joker-Runde setzen. Ich hab's ja nämlich schon bei mir. Ihr seht ja oben neben den Anzeigen diesen jetzt bei mir grün unterlegten. Weil der grau unterlegt ist, haben die anderen noch nicht, haben die noch nicht gefahren. Der wurde noch nicht gefahren. Und deswegen. Greifen wir hier kurz den Mann und jetzt den Finalsieg hoffentlich. Aber wie gesagt, es kann auch sehr schnell vorbeigehen hier. Ein blöder Fehler und dann war es das.
Sieger macht 100% volle Konzentration. Man immer noch nicht, der zweite und der drittplatzierte. Runde 5. Einer momentan noch ohne seine Joker-Runde. Der zweitplatzierte Kollege ist immer noch nicht ganz. Der zählt sich auf 2. Wir runden werden wir keinen. Ist aber auch, hat es egal. Ganz geschafft. Jetzt hat er sich ins Gesetz gehabt. Gut gefahren. Großartig. Ohne Zollstreifen, ohne große Probleme durchgekommen. Also 25 Rennpunkte gehen auf unser Konto. Ja, wieder alles grün, sehr schön. Okay, 34 dauert noch ein bisschen. So, das nächste Rennen geht nach Little Hill in England. So, diesmal ein kleines Oval und einer langen Joker-Runde. Wie gesagt, hier sind so ganz in Linden Hill. Ich habe noch keine Information, wie gerade die Strecke aussieht. Ich habe jetzt gerade auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber der Modus ist natürlich wieder bekannt. 3 kommen weiter, 3 fliegen raus. So, was haben wir denn als Ziel lernen? Größere Kollisionen? Wir dürfen keine großen Kollisionen haben, okay. Das hatten wir eben eine, wo wir den einen aus Versehen gedreht haben. Schießt es, wenn mit 4 Sekunden oder weniger angesammelte Strafzeit ab, erreiche einmal schon zur Rundzeit im Event und schieße das Event mindestens Platz 5 ab. Okay, das ist die nächste Aufgabe. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Du musst aufpassen. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir im idealen Start schon mal Kollegen holen. Die Ampel ist rot. Los! So, der Start ist erfolgt. Und wir fahren schon mal unsere Joker-Runde. Gut, dann habe ich das zumindest aus dem Kopf raus. Also zumindest habe ich das jetzt weg, dann habe ich nicht die Gefahr, dass ich das irgendwie vergesse. So, da flogen Teile von dem blauen Clio. Und dadurch, dass der Rest fast komplett auf die Joker-Runde gegangen ist, gehen wir in Führung hier. Ah, die Runde geht verdammt schnell, 21 Sekunden haben wir nur.
Hier, ich habe der Rallye Cross auf jeden Fall deutlich besser als in der 4, als in die Q2. Das war's. Wir sind durch. Ging verdammt schnell. Ja gut, das sind wieder nur 20 Sekunden. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich auch. Dankeschön. So. Jetzt gehen wir ins Finale. So, jetzt haben sie mal alles auf komplett auf Kurs. Dann gehen wir rein. Ins Finale, liebe Leute. Rot, mach dich bereit. Und unser Auto ist auch los, los. So, wir haben sie schon gemacht, dann sind wir natürlich jetzt auch letzter, ist klar. Aber wir arbeiten jetzt natürlich schon wieder ordentlich ran. Dass wir da mal kleine Teile fliegen geflogen sind. Vielleicht kriegen wir den Gaffi doch bei uns mal. Die müssen weiter noch die Joker-Runde fahren. Also, den einen haben wir schon mal kassiert. Jetzt hole ich mir den Polo, ist das glaube ich hier vor uns. Ja. Dann rennen sie in der Vorbeigehen. Fast eine Sekunde schneller als eben im Finale immer nur 21, 24, 22 durch. Wir sind schon in der letzten Runde, liebe Leute, aber sie haben 20 Sekunden, geht das verdammt schnell jetzt. Und wird nichts mehr, wir sind nämlich durch. Yes! Das ist der Sieg. So. Dann haben wir den Teil auch erledigt, liebe Leute. Wieder alles auf Grün. Gute Credits außer dem Team Ziegel. Das reicht doch nicht für Level 34. So, was haben wir bekommen? Die Lizenz für die Offroad C3 International und für den, und als Auto haben wir den Ford Fiesta. OMSI Supercar Light Gold für die RX2-Serie. So, Meisterschaftsgepick. Okay. 75 Punkte haben wir geholt. Immerhin. Gut, dann haben wir das. Und dann sehen wir uns. Oh Gott, schon der Kurskraftfahrer. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen zulegen, auf jeden Fall. Gut, dann sehen wir uns da im nächsten Teil wieder, beziehungsweise morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dann und tschüss.